Morning, meine lieben Zuschauer, zum neuen, hätte ich fast gesagt, zum JFD-Devisenradar im neuen Monat hier im Februar. 1. Februar, der erste Handelsmonat Januar, ist vorüber und man muss sagen, mit reichlich Volatilität war dieser gesegnet, insbesondere auch zum Ende hin hier im Kontext der Yen Pairs. Wir hatten diese hier ausreichend beleuchtet in der vergangenen Woche und auch in dieser Woche werde ich mir hier das ein oder andere Paar vornehmen, denn nach den starken Hypes hier vom Freitag, insbesondere der Freitagnacht, ist natürlich die Frage, wie kann es hier weitergehen? So viel vorab, tendenziell, das werden Sie als Zuschauer ohnehin schon wissen, ist die Tendenz hier weiter nach Norden ausgerichtet, das zumindest im weiteren Wochen-Februar-Verlauf. Jetzt heute allerdings das britische Pfund gegenüber dem Schweizer Franken im Fokus. Auch dieses Paar hatten wir im Januar schon mal unter die Lupe genommen und ja, aktuell stellt es sich hier mal nicht so uninteressant dar. Deswegen fangen wir direkt mal hier erstmal im Big Picture an, um uns sozusagen weiter reinzuzoomen und die weiteren Tendenzen mal auszuloten. Wir hatten hier im Dezember den Versuch, besser gesagt hier Ende November, Anfang Dezember den Versuch, hier diese große Range nach oben hin zu verlassen. Hier hat sich im Prinzip ein Kaufsignal angedeutet, was hier projektionstechnisch hier hätte Richtung ja, knapp 1,5860 und im Ausdehnungsfall sogar bis rund 1,70 hätte führen können. Doch Sie sehen unschwer hier im Wochenchartintervall, was es nach diesem Punkt gab. Nach diesem Punkt des Ausbruchs, nach diesem Versuch, vielmehr eine Umkehr, wie dies eben auch schon hier die Jahre zuvor immer geschah. Der Schweizer Franken natürlich ein Stück weit tricky, weil ja nicht wirklich unabhängig, insbesondere hier auf dem Euro-Schweizer Franken bezogen, der sich unlängst aber auch hier erholt zeigte. Im Gegensatz zum britischen Pfund Schweizer Franken hat sich der Euro gegenüber dem Schweizer Franken ja relativ gut gehalten und sukzessive neue mehr Wochenhochs, mehr Monatshochs markiert. Das sieht ihr beim britischen Pfund gegenüber dem Schweizer Franken, insbesondere hier im Dezember und Anfang Januar ganz anders aus, aber seit 2 Wochen etwa hier auch Stabilisierungstendenzen. Das Ganze hier auch sehr schön zu definieren. Wir haben hier einst ein Unterstützungslevel gehabt bei 1,4675, hier durch die Kreise und die Horizontallinie dargestellt. Da gab es hier schon, ja, Ende Dezember, sicherlich mangelhafter Handelsvolumina, aber hier Ende Dezember schon mehrere Tests und dann hier letztlich mit dem Eintritt ins neue Jahr, also hier in der ersten Handelswoche, gab es hier den Durchschlag nach unten und hier wurde relativ konsequent ja, dieses Unterstützungslevel um 1,42 touchiert und genau von diesem Punkt aus ging es wieder nach oben. Es hätte hier schon bereits früher eine Umkehr erfolgen können aufgrund dieses Abwärtstrendkanals, aufgrund dieser kleinen Widerstandshürde hier, aber wir sahen unlängst eben hier eine weitere Preiseffizienz nach oben, die das Währungspaar hier eben jetzt dann wieder an diesem Bereich führte, 1,4675. Da sind wir noch nicht direkt dran gelaufen, aber dieses Level einst Unterstützung, nunmehr Widerstand ist es, auf welches man eben achten sollte für die kommenden Handelstage für den Februar. Denn es scheint so, als würde sich, sofern das Paar hier dieses Level touchiert, an diesem Punkt ein sehr schönes Umkehrlevel erschließen. Das sieht, wie gesagt, ganz nett aus, gerade auch vor dem Hintergrund, dass es ruhig noch ein Stück weiter hochgehen könnte. Wir sind auch hier unweit vom Tageshoch. Das britische Pfund gegenüber dem Schweizer Franken heute 44 Pips bislang gelaufen. Das ist von der Kerzenintensität noch sehr übersichtlich. Sie sehen den kleinen Kerzenkörper, aber generell hier vom Potenzial bewegen wir uns hier im Bereich 140, 150 Pips. Also das kann heute schon noch mal eine mächtige Kerze werden, Schrägstrich auch morgen. Und achten Sie drauf, wenn wir hier eben das Level von 1,4675 plus minus 10, 20 Pips. Natürlich kann es auch ein Stück weit rüberschießen. Wichtig aber, dass eben der Tagesschluss hier in dieser Zone irgendwo stattfindet. Und wenn das passieren sollte, meine lieben Zuschauer, dann hätte man hier einen guten Anhaltspunkt, um zu sagen, so, jetzt könnte genau das passieren. Warum? Weil wir eben den Widerstand jetzt hier bestätigen würden, den frischen Widerstand, einst mehrfache Unterstützung, Widerstandsbestätigung à la Pullback, wäre eine ganz, ganz vortreffliche Sache. Und wenn wir auch hier nochmal vom Tiefpunkt zum Hoch mit Fibonacci arbeiten, dann sehen wir auch hier, dass dann praktisch gesehen das 38er Level exakt touchiert wäre und im Sinne einer starken Trendbewegung bzw. einer dominierenden Trendbewegung müsste das Währungspaar von diesem Level ausgehend wieder kippen. Dazu passt, Wochentagsstatistik schauen wir uns gleich an, dazu passt hier aber die Saisonalität insbesondere. Hoppala, ein Stück rüberschieben, dann wirkt das besser. So, da haben wir es ja, die Saisonalität.
Mit Blick auf die kommenden 20 Handelstage. So machen wir das mal. Für den Februarverlauf sieht ein Stück weit interessant aus, wie ich finde, da wir hier im Chart eben auf einen Widerstand zulaufen, auf das 38er-Level im Sinne dieses Korrekturbewegungsimpulses. Und jetzt sehen Sie hier schablonartig die mögliche Saisonalität in Sachen Tendenzen. Und wenn Sie sich das anschauen, brauchen wir gar nicht groß rumdiskutieren. Wir haben hier einen Einklang der technischen Analyse, einen Einklang mit der Saisonalität, und das ist praktisch ein sehr, sehr interessantes Setup, was ich auch in diesem Jahr vermehrt verfolge. Da es, wie gesagt, hier einen gewissen Gleichlauf gibt, und wenn das eben hier mit der Technik zusammenpasst, ist das immer wieder eine interessante Tendenz, die man hier durchaus nutzen kann. Also mal aufgepasst, was das britische Pfund gegenüber dem Schweizer Franken liefert. Es deutet sich hier eine Schwäche an, idealerweise eben mit Pullback an 1,4675, um dann umzukehren. Andere Bewegungsimpulsivität wäre gegeben, wenn wir hier das Hoch vom Moment, das mal kurz definieren hier. So, wenn wir hier das Hoch vom 5.1. 1,4835 überwinden würden, also hier auch das 50er Fibonacci-Level, dann muss man davon ausgehen, okay, dann kann es auch bis zum 61er gehen, dann könnte es auch noch eine fortgesetzte Erholung geben. Also das Währungspaar besitzt natürlich auch einen Plan B, sofern es eben hier nicht am Widerstand scheitert, sondern hier durchzieht. Dann kann man natürlich auch die Saisonalität in Anführungszeichen an ACTA legen. Sollte das Währungspaar nicht umkehren, dann sind hier vielmehr die Chancen auf der Nordseite natürlich gegeben, was man nie ausschließen darf, denn an den Märkten kann es natürlich auch anders kommen, als man denkt. Grundsätzlich hier eben oberhalb von 1,4850, machen wir es mal rund, wäre weiteres Erholungspotenzial bis 1,50 und darüber hinaus bis in den Bereich von 1,54 gegeben, und dann wären wir eben hier auch im Big Picture schon wieder an der oberen Kanal oder oberen Kanal, ja doch, oberen Kanalbegrenzungslinie sozusagen hier auf horizontaler Ebene. Und dann müsste man sich dann spätestens dort nochmal umschauen, ob es ein Ausbruch wird oder das Währungspaar erneut scheitert. Eine Fortsetzung dieses großen Range-Trendes kann ja schließlich nicht ausgeschlossen werden. Unabhängig des Spikes nach unten hier vom letzten Jahr Januar, Schweizer Franken-Crash, ist das Währungspaar hier grob, das muss man ganz deutlich sagen, seit 2011 hier in einer Seitwärtsrange gefangen. Das ist interessant und sollte man immer wissen, deswegen auch durchaus das Big Picture betrachten. Gut, gehen wir kurz in die Stunde. Wie sieht es heute hier aus? Wir sind nahe dem Tageshoch, wie vorhin schon angedeutet. Hier die sukzessive Aufwärtsbewegung, hier auch den Widerstand bei 1,4675 mal definiert. Wochentagstechnisch kommen wir hier gut in die Woche rein. Neben der Saisonalität sehen wir hier starke Wochentage, doch die Tendenz nimmt ab. Mit Mittwoch, Donnerstag, Freitag insbesondere, sehen Sie ja sehr schön, haben wir hier eine schwächere Tendenz. Das heißt, gerade auch mit dem Hintergrund des vorausliegenden Widerstands darf es jetzt ruhig noch 2, 3 Tage nach oben gehen. Hier ein kleiner Kampf um 1,4675 und dann gegebenenfalls der Umkehrpunkt mit einem Shooting Star, Bearish Engulfing, idealerweise hier auf Candlestick-Basis. Lassen Sie sich mal überraschen, wenn da noch was Bestätigendes auf charttechnischer Basis kommt, dann wäre das ja sicherlich ein Schmankerl, um hier einen Short-Trend einzugehen. Ansonsten, wie gesagt, gilt, wir haben hier eine Aufwärtsimpulswelle, die kann sich weiter fortsetzen. Auch hier, wenn man Trendlinie ist jetzt hier, sage ich mal, ein Stück weit schwierig anzulegen. Was haben so schräge Trendlinien häufig an sich? Denn tendenziell haben wir aber hier eben einen Aufwärtsimpuls, der sich hier viel schöner markttechnisch sozusagen einfangen lässt. Wenn wir mal hier die groben Punkte betrachten, ohne jede einzelne Unterwelle sozusagen zu berücksichtigen, haben wir hier aber einen schönen Aufwärtsqueeze mit höheren Hochs und höheren Tiefpunkten. Und ergo wäre das jetzt hier sozusagen eine Möglichkeit einer weiteren Bewegung. Kurzfristig also durchaus die Chance, weiter nach oben zu ziehen. Dann aber hier aufgepasst, wenn es eine Umkehr eben in diesem Level gibt. Also, British Pfund, Schweizer Franken. Für mein Dafürhalten ein sehr, sehr interessantes Währungspaar. Sollte man im Auge haben. Da könnte sich diese Woche wirklich was ergeben. Insofern Augen auf, was passiert. Ich danke fürs Einschalten, meine lieben Zuschauer, und wünsche Ihnen jetzt noch einen guten Start in die Woche. Ihr Christian Kämmerer und tschüss. Ciao dabei.